Leute, herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es um das Entlastungspaket Nummer 3 der Bundesregierung geht. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was hat das auf dem Trading-Kanal zu suchen? Relativ viel, weil natürlich Politik einerseits die Märkte beeinflusst. Auf der anderen Seite versuchen wir ja auch immer die wirtschaftlichen Hintergründe zu beleuchten. Und wenn es darum geht, einen Markt zu verstehen, ja, dann ist es natürlich immer auch als Trader absolut wichtig, ja, zu verstehen, wie funktioniert ein Markt. Und dafür habe ich natürlich ein paar Erklärungen. Und dann kann man auch einige Konsequenzen und Folgen ableiten. Ja, in diesem Video, wie gesagt, geht es um das Entlastungspaket. Und meines Erachtens wird dieses Entlastungspaket bei der aktuellen Inflation verpuffen wie ein Tropfen Wasser auf einem heißen Herdplatte oder auf einem heißen Stein. Also ja, wir wollen mal ein bisschen untersuchen, was ist denn jetzt hier im Prinzip los, was ist passiert. Und ihr wisst, es gibt Geld, Geld und noch mehr Geld, Wohngeld, Bürgergeld, Kindergeld. Also überall wird versucht, ein bisschen Geld zu verteilen. Heißt das denn auch wirklich mehr Geld für alle? Oder was bedeutet das bei der Inflation? Und Inflation hat folgendes Problem, dass nämlich die sogenannten Reallöhne sinken. Was bedeutet sinkende Reallöhne? Naja, man kriegt ja sein Geld ausbezahlt, das ist dann nominal. Aber wenn die Kaufkraft sinkt, dann ist das eben real. Wenn ich mir für diese 2000 Euro oder 4000 oder 10, auch immer, was ihr verdient, nicht mehr das Gleiche kaufen kann, sondern weniger kaufen kann, dann sind das sogenannte sinkende Reallöhne. Und das ist ganz schön brutal bei der aktuellen Inflation. Das Statistische Bundesamt hat für das zweite Quartal bereits einen Reallohnverlust von 4,4% mitgeteilt. Und wir sind noch nicht am Ende des Jahres. Also wenn die Inflation so weitergeht, ist das ein ziemlicher Kracher. Und das kann man natürlich umrechnen, weil wir wissen ja, was ein Durchschnittsverdiener in Deutschland verdient. Und das bedeutet eigentlich für einen Durchschnittsverdiener schon alleine 1800 Euro Kaufkraftverlust, die entsprechend in diesem Jahr statistisch gesehen auftreten. Und das bedeutet, wenn wir mal alle Arbeitnehmer nehmen, und das sind jetzt nur die arbeiten, also die Arbeitnehmer, dann sind das 56,2 Milliarden, die allein durch die Inflation aufgefressen werden. Wenn wir das Paket uns anschauen, 65 Milliarden groß, sehen wir, alleine hier geht schon mal ein ganz großer Teil verloren. Ja, und wir müssen uns eins überlegen, das sind teilweise Einmalzahlungen, das heißt, diese Einmalzahlungen, die werden daran nichts ändern. Und ja, wir müssen ja weiter tanken, wir müssen weiter heizen, wir brauchen weiter Strom. Das heißt, man ist im Prinzip hier, versucht hier ein Feuer zu löschen mit viel zu wenig Löschwasser. Aber, und das ist auch ganz wichtig, die Reallöhne sinken nicht erst seit jetzt, sondern im Prinzip seit 2020 hat eine Tendenz begonnen, wo die Inflation nach oben geht und die Reallöhne nach unten gehen. Und das ist natürlich keine schöne Nachricht für jeden, der eine Lohntüte aufmacht am Ende seines Monats, wenn er immer weniger für die gleiche Arbeit bekommt. Ja, Inflationsbekämpfung, die ist also deshalb vor allem nötig. Es geht nicht darum, dass man irgendwelche Einmalzahlungen an Menschen verteilt, sondern dass man knallhart diese Inflation bekämpft. Und wir wissen, Inflationsbekämpfung ist eigentlich nicht Aufgabe der Politik. Das wird sie nämlich schwer lösen können, sondern ist Aufgabe der Notenbank. Und die Notenbank, ja, ich habe euch einfach mal einen Songtext hier als Zitat gebracht. The roof is on fire. We don't need no water. Let the motherfucker burn. Im Prinzip kann man das auf die EZB 1:1 übertragen, denn ja, es wird einfach nicht die notwendigen Schritte gemacht. Die EZB hat eigentlich nur eine einzige Aufgabe, Geldwertstabilität. Im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Notenbanken auf der Welt soll sie sich nur um diese Geldwertstabilität kümmern, hat aber total versagt, als sie 2022 am Anfang des Jahres immer noch sagte, dass die Inflation nach unten kommt, dass es keine Inflation gibt, dass die Inflation vorübergehend ist. Naja, und jetzt, als man das dann erkennt, dass die Inflation doch da ist, tut man trotzdem nicht genug, um sie zu bekämpfen. Und natürlich sind die Ursachen der Inflation woanders. Und natürlich ist jedem klar, dass wenn definitiv die Zinsen erhöht werden, dass zusätzlichen Druck auf die Wirtschaft ausüben wird und natürlich zusätzlich Marktteilnehmer in Schwierigkeiten kommen. Aber ich werde euch das klar machen, dass Inflation das größere Übel ist, anstatt einer Rezession. In einer Rezession fallen einige Wirtschaftsteilnehmer raus,
aber nicht alle. Und Nummer zwei, es fallen häufig die raus, die ein Geschäftsmodell haben, was nicht mehr funktioniert, beziehungsweise was nicht produktiv genug ist, weil die Zinsen eben entsprechend zu hoch sind. Und man vergleicht ja immer sozusagen die Rendite, die ein Unternehmen erzielt, mit den Zinsen am Markt. Und wenn die Zinsen am Markt höher sind, na, dann fallen eben die unproduktiven Unternehmen definitiv raus. Und das ist ein Prozess der Erneuerung, denn dann werden natürlich auch die Arbeitskräfte, die dort frei werden, frei für den Arbeitsmarkt für produktivere Tätigkeiten. Es ist auf den ersten Blick schlimm, dauert aber meistens eben nur ein, zwei Jahre und dann kommt man aus so einer Rezession raus. Anders bei einer Inflation, wenn du da nichts tust, dort wird nicht nur der Reallohn sinkt. Das heißt, es trifft nicht nur die Arbeitnehmer, es trifft jeden, es trifft, zeige ich euch gleich, die Sparer, es trifft wirklich jeden. Inflation ist umfassend und jeder wird bei Inflation verlieren. Und dann kommt natürlich jetzt das Argument, ja, aber die EZB kann doch gar nichts dafür und die Politik, ja, was ist denn da? Wir haben ja eine Preisexplosion am Energiemarkt und die Energiepreise, ja, die kann man jetzt ja nicht einfach so einfangen, die Preisexplosion. Und da müssen wir eins sagen, Preise sind marktwirtschaftlich gesehen immer nur ein Signal. Und wenn die Preise steigen, ist das ein Signal für Knappheit. Und natürlich kann man diese verzerrten, die Preissignale verzehren, ja, also indem man zum Beispiel Obergrenzen einführt, ja, dann kommt es zur Rationierung, erkläre ich euch gerade. Man kann natürlich auch Zuschüsse den Leuten geben, so wie man das gemacht wird, aber das erhöht ja nochmal die Nachfrage und das treibt sogar die Inflation noch an. Und man kann das mit Subventionen machen, treibt auch die Inflation an. Und die einzige Lösung, die eigentlich da ist, um Preise in den Griff zu kriegen, ist kurzfristig oder nicht möglich, nämlich das Angebot zu erhöhen. Aber man sollte ja hier langfristig denken. Und ich möchte euch jetzt nochmal eine Grafik hier vorführen, weil dies einfach so wichtig zu verstehen ist. Wir haben hier in der blauen Kurve die sogenannte Nachfrage. Und das ist natürlich logisch, dass die Nachfrage, unten ist die Menge abgebildet, links ist der Preis abgebildet. Und natürlich ist es so, dass letztendlich, wenn der Preis steigt, die Nachfrage zurückgeht. Ja, aus verschiedensten Gründen, weil die Leute nicht kaufen wollen oder weil sie es sich nicht leisten können. Ist vollkommen egal. Die Nachfrage geht zurück. Das Angebot hingegen steigt natürlich mit steigendem Preis, weil immer mehr sich überlegen können, hey, ich kann hier vielleicht was verdienen. Einfaches Beispiel, zum Beispiel Öl. Wenn wir wenn die Preise steigen, dann wird plötzlich Fracking interessant. Dann gibt es eben verschiedene andere Möglichkeiten, Öl auch an den Markt zu bringen, Gewinn bringt. Und deswegen steigt eben mit steigendem Preis das Angebot. Und dort, wo sich beide Kurven treffen, ist eigentlich das Marktgleichgewicht. Das heißt, Angebot und Nachfrage matchen sich. In einem funktionierenden Markt ist das so. Und wenn wir einen Angebotsüberhang haben, das heißt, wenn wir zu viel Angebot haben, ja, und das sich nicht mit der Nachfrage matcht, dann kommt eben eine Mengenreaktion, weil das Angebot nicht abgenommen wird, werden diejenigen, die etwas anbieten, eben entsprechend die Menge reduzieren, ja, und dann passt das Ganze wieder. So, und jetzt wollen wir uns das Problem angucken, wie es in Deutschland eben ist, nämlich jetzt überlegt man, Mensch, wie kann man denn hinkommen, zum Beispiel am Energiemarkt, und wie kann man denn im Prinzip hier diese Preissteigerung, die durch Angebot und Nachfrage zusammenkommt, wie kann man das Ganze in den Griff kriegen? Und da man jetzt kurzfristig das Angebot nicht erhöhen kann, ja, denkt man, okay, wir machen vielleicht einfach einen sogenannten Preisdeckel. Ja, und den habe ich mal hier in der Grafik eingezeichnet, also so einen Preisdeckel. Und ihr seht schon, wenn wir diesen Preisdeckel anziehen, da ist nicht mehr dieser Gleichgewichtspreis. Denn die Angebotskurve, ja, bei dem Preisdeckel bietet nicht genug an, um die Nachfrage zu decken. Und ich habe das mal hier mit der fehlenden Menge gekennzeichnet. Und diese fehlende Menge, ja, man kann an einem Markt natürlich einen Preisdeckel machen, aber dann führt das dazu, früher oder später, weil diese Menge eben fehlt, weil sie nicht angeboten wird und weil der Marktprozess sozusagen gestört wird, ja, dass man irgendwo rationieren muss, ja, dass man sagen muss, der oder derjenige bekommt das nicht. Und da sind wir eben bei dem großen Problem am deutschen Energiemarkt. Und wir haben hier einige Dinge getan, damit das Angebot sozusagen nicht größer wird, sondern kleiner wird. Und ihr wisst es selber, die große Diskussion in der Politik ist, ja, wie geht es mit der Kernenergie weiter? Und ich habe euch hier mal aufgemalt, wir haben 2021 drei Kernkraftwerke abgeschaltet. Damit ist die Energiemenge aus Kernkraft um 6% gesunken, ja, die zur Verfügung gestellt wird. Und natürlich hat das einen Preiseffekt. Und jetzt ist man vor dem Schritt noch
mehr Kernkraft abzuschalten. Es geht hier nicht darum, was man von Kernkraft hält, ob das ökologisch sinnvoll ist oder sonst was, sondern es geht hier mal ganz knallhart um die Preiseffekte und ob man in so einer Situation, wie man eben entsprechend reagieren kann. Und nochmal, eine Preisdeckelung funktioniert nicht. Eine Subventionierung funktioniert nicht. Das Einzige ist, irgendwie das Angebot nach oben zu kriegen, wenn man nicht die Nachfrage in den Griff kriegt. Ne? Natürlich, die andere Möglichkeit ist, jeder schraubt seine Nachfrage zurück und spart und spart und spart. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ansonsten sehen wir hier, Angebotsausweitung sieht einfach mal komplett anders aus. Und wir haben eben 3 Kernkraftwerke weniger und demnächst vielleicht sogar 6. Und man möchte eben mit Kernenergie nicht weitermachen und so funktioniert eine Angebotsausweitung nicht. Und deswegen werden diese Energiepreise natürlich auch weiterhin sehr, sehr hoch bleiben. Ja, und egal, wie man jetzt versucht, an den Energiemarkt einzugreifen, ob dieses Merit-Order-Prinzip, das kann man in einem anderen Video mal erklären, oder die Preisbildung irgendwie beeinflusst, die European Union Agency for the Corporation of Energy Regulators, ja, sehr kompliziertes Wort, ACER, die hat es einfach in einem Gutachten mal einfach formuliert, ja, als Daumenregel sozusagen sind Interventionen sehr kritisch zu sehen, weil sie letztendlich das Potenzial haben, den Markt noch mehr zu irritieren und insbesondere im mittelfristigen Bereich. Das heißt letztendlich keine gute Idee. Und jetzt kommen natürlich viele und sagen, ja okay, wir können das doch ganz einfach lösen. Wir gehen mal in verhandeln mit Putin oder wir einigen uns mit Putin und die verstehen einfach nicht, dass das nichts mit irgendwelchen Waffenlieferungen zu tun hat, die Deutschland vielleicht jetzt gemacht hat, sondern dass es ein strategischer Plan ist. Und das möchte ich euch an dieser Stelle zeigen. Schauen wir mal auf der Grafik, ich mache sie mal groß, auf der rechten Grafik, da sehen wir das eingespeicherte Erdgas in Deutschland. Klar, ne, im Sommer wird mehr gespeichert, im Winter deswegen immer diese Zacken. Aber jetzt schaut mal unten die Kurve. Das ist der Energiespeicher von der Gazprom-Tochter Astora. Und da sieht man, dass in 2021, und in 2021, da ist noch nicht mal irgendwie ein Stahlhelm oder sonst was an die Ukraine geliefert worden. Da ist gar nichts passiert. Ja, da haben sie das schon eingestellt. Ja, und da sieht man, dass Putin hier einen ganz strategischen Plan verfolgt. Und dieser strategische Plan, der läuft schon seit längerem. Gehen wir nochmal zurück auf die Grafik und schauen uns das an. Und wir sehen schon, in 2021 ist der russische Inflow von Gas um 12% gesunken. Ja, und man hat, deswegen begann der Gaspreis auch schon in 2021 zu steigen und in Ende des Jahres hat man dann eben schon begonnen mit Flüssiggas das zu beginnen zu kompensieren, aber letztendlich liegt dem Ganzen ein Plan zugrunde und da muss man dann einfach sagen, ja, wenn du jetzt Energiepolitik machen willst, dann kannst du dich ja, A, haben wir uns abhängig gemacht, ja, Nummer eins, aber B, du kannst jetzt ja nicht wieder zurückgehen und betteln, wenn diese Seite diesen Schachzug so vorbereitet hat, weil sie hat eben genau das Interesse daran und deswegen ist das eben keine Option und deswegen haben wir die Energiepreise weiterhin hoch und die Lösung liegt hier garantiert nicht in Subventionen, Rationierung, Preisdeckel oder sonst was, sondern einfach dafür zu sorgen, langfristig dass mehr Energie zum vernünftigen Preis zur Verfügung steht, das Angebot auszuweiten. So, jetzt habe ich aber gesagt, Inflation betrifft hier alle und dann gucken wir mal auf Seiten der Sparer. Ne? Ja, jahrelang haben wir unser Geld gespart für die Altersvorsorge und jetzt hat das Fachportal Tagesgeldvergleich mal ausgerechnet, dass die aktuelle Inflation dem deutschen Sparer bereits einen Kaufkraftverlust von 93,3 Milliarden bis jetzt und bis Ende des Jahres 186 Milliarden erleiden wird. Das heißt, wir haben pro Kopf, ich habe ja gerade gesagt, Arbeitnehmer 1.800 Euro verloren, dann nochmal 2.140 Euro pro Kopf Verlust, was durch die Inflation eben auftritt. Und wir sehen, dass die EZB dem auch nicht entgegenwirkt. Das heißt, der Sparer wird weiter Geld verlieren, weil hier sehen wir die prognostizierten Zinsen, ja, auf der linken Seite. Das wird da bis 2, vielleicht 2,5% hochgehen. Das fängt eine Inflation von 8, 9% definitiv nicht aus. So, hinzu kommen dann noch die Leute, die nicht so einfach gespart haben, sondern die an der Börse vielleicht investiert sind, dass die Marktkapitalisierung des DAX ist, und das ist nur der DAX, in 2022 bereits um 270 Milliarden geschrumpft ist. Also diese 270 Milliarden haben sich in Luft aufgelöst. Das sind einfach Bewertungsmilliarden.
Und nicht eingerechnet sind hier die Verluste von anderen Aktien, die in anderen Indizes drin sind. Und natürlich ist die Anlage in Aktien auch ein Instrument der Altersvorsorge. Das ist nicht nur eine Sache, die Spekulanten machen. Das ist eine Sache, die Lebensversicherungen machen, dass Menschen hier auch Aktien kaufen. Und hier haben wir eben auch einen Riesenverlust, einen Riesenbörsenverlust durch diese Inflation. Und wenn wir das mal anschauen, 270 Milliarden Börsenverlust im DAX. Kaufkraftverlust der Sparer 186 Milliarden. Dann Gasumlage wird wahrscheinlich die Gasnutzer 34 Milliarden kosten. Reallohnverlust, ja, 56 Milliarden. Der Verlust vielleicht noch bei fallenden Immobilienpreisen hier noch nicht beziffert. Dann noch ein Steuerverlust, der auch noch nicht beziffert ist, weil wir auf die höheren Preise natürlich auch mehr Mehrwertsteuer bezahlen und in eine höhere Progression kommen. Dann kommen wir dazu, dass dieses Entlastungspaket mit 65 Milliarden so klein ist, dass es dem hier gar nicht gegenübersteht. Und wir verstehen, bei Inflation verlieren alle. Alle verlieren bei Inflation und das ist ein ganz großes Problem. Und die Politik, die hat immer wieder Versprechen gegeben, ja, die sie eigentlich nicht halten kann. Also sie versucht überall jetzt händeringend da mal irgendwas zu reparieren, da mal was zu reparieren. Aber man muss einfach eins klar sein, es gibt kein Marktversagen, wenn das immer so dargestellt wird, sondern das Marktverhalten führt maximum vielleicht zu politisch nicht erwünschten oder sozial nicht erwünschten Resultaten. Märkte koordinieren Angebot und Nachfrage und dieses Grundgesetz, das hat die ehemalige Sowjetrepublik nicht brechen können und das wird auch niemand anders brechen können. Und deshalb ist hier die Lösung des Problems tatsächlich auch im Markt zu sehen und in langfristigen Aktionen und nicht in irgendwelchen kurzfristigen Entlastungspaketen. Dieses Entlastungspaket 67 Milliarden versus 546 Milliarden ist also wirklich verpufft, wird nicht weiterhelfen. Und was weiterhelfen würde, wären Maßnahmen, die Energieversorgung zu sichern, langfristig zu sehen, dass die Zinsen auf ein vernünftiges Niveau kommen und eben auch eine ordentliche, lieber eine Rezession als eine Inflation, weil bei Inflation verlieren alle und zwar dauerhaft. Und was wir im Moment machen, ist eine homöopathische Behandlung, ja, ein kleiner Globuli-Effekt. Und wieder einmal werden keine langfristigen Lösungen präsentiert, sondern nur kurzfristige. Und von daher einfach mal heute die Marktmechanismen in diesem Video euch erklärt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne demnächst zu diesem Thema noch mehr. Abonniert ruhig meinen Kanal. Freue ich mich. Bis dann. Bye bye. Euer Birger.